Freunde, willkommen zu Let's Play Titanfall. Ja, endlich ist es soweit. Ich kann es spielen. Ich habe jetzt hier mir noch mein Teufelssystem eingerichtet, habe mich mal gerade zurückgelehnt und mir die Einführung angeschaut. Ich sage euch, Wahnsinn, ich freue mich so unglaublich. Mal gucken, ob wir reinkommen. Oh ja, schaut gut aus. Ich würde sagen, leg mal gleich mal los, ne? Ich meine, wir haben jetzt so lange auf dieses Spiel gewartet. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit dem, ja, klassischen Stimmtraining. Ja, genau. Und ich sage euch, ich habe mir schon ein paar Sachen angeguckt. Das Spiel sieht so verdammt gut aus. Das Spiel spielt sich so verdammt gut. Auch wenn es von Microsoft auch mitkommt. Muss ich sagen, ich bin nicht so der Microsoft-Freund, aber Leute, wenigstens die Server laufen stabil. Also, ja, wir sind jetzt hier relativ früh dran, 2 Tage vor dem Release. Und schaut euch mal die Grafik an. Diese Einheit ist autorisiert für nur Militär. Wahnsinn, oder? Also, ich finde es Einzelperson ist eine Straftat. Richtig geil, richtig geil. Willkommen im Hammond-Piloten-Tag. Legen wir mal los, würde ich sagen. Warnung. Nicht registrierte Benutzer. Code akzeptiert. Trainingskapsel autorisiert. Willkommen, Pilot. Blicken Sie zur AR-Kalibrierung auf die roten Lampen. Na gut. Wollen Sie die vertikale Blicksteuerung spiegeln? Nein, natürlich nicht. Visuelle Kalibrierung beendet. Initialisiere Simulator. Ja, läuft. Mal gucken, was das. Ja, ich kenn's noch nicht. Also ich habe nur mal kurz online mal ein bisschen rumgeschootert. Sie dürfen in der Simulation herumlaufen. Bitte gehen Sie durch den Tunnel vor Ihnen. Oh, keine Munition. Gut, dann auf geht's. Sprinten Sie durch den Tunnel. Okay, dann auf. Ich muss sagen, ich spiele das ja auf einem riesen Bildschirm. Springen Sie und über zack. Das Hindernis. Wenn Sie sprinten, springen und Sie weiter. Boah, das war knapp. Mal gucken, Wandlauf. Ah. Springen Sie zu einer Kante, um sich hochzuziehen. Und check. Ab ins zweite. Es geht ja relativ fix eigentlich, ne? Ihre wichtigste Ausrüstung als Pilot ist Ihr Jump Kit, mit dem Sie an Wänden laufen können. Passieren Sie die Lücke cool. Per Wandlauf. Sie können auch mehrere Wandläufe kombinieren. Und zack. Springen Sie von einem Wandlauf direkt zum nächsten. Macht mal richtig Laune gerade.
Das erinnert mich so ein bisschen so an so eine Mischung Assassin's Creed und ne, mir fällt es gerade nicht ein. Echt. Ja, cooler Mix. Erreichen Sie mit Sprints, Sprüngen und Wandläufen den Ausgang. Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Oh, das war zu weit. Und runter und... Abschlussanforderungen erfüllt. Das sah doch schon mal gut aus. Gut, ich stelle mich zwar gerade ein bisschen an, aber hey. Ich habe das vielleicht 10 Minuten gespielt, einfach mal um zu gucken, ob es läuft. Verbessern Ihre Sprungkraft. Sie können daher nach dem Abheben noch einfach mal gefailt. Ah. Der Sprung wird noch weiter, wenn Sie mit dem zweiten Sprung länger warten. Ja, das ist richtig. Ziehen Sie sich per Doppelsprung in das Loch über Ihnen hoch. So, läuft, würde ich sagen, läuft. Freistil, Doppelsprung. Mal gucken. Mal kicken. Sagt erreichen der Sie mit Wandläufen und Doppelsprüngen den Ausgang. Wo müssen wir denn hin? Und sehr guter Orientierungssinn-Pilot. Tarnvorrichtung. Coole Sache. Jetzt weiß ich zum Beispiel, warum ich vorhin die Leute nicht gesehen habe. Unsichtbar zu werden, ist für Piloten überlebenswichtig. Mit Q, okay. Dann rennen wir da mal durch. Sehr gut. Die Tarnung hält nicht ewig. Behalten Sie Ihre Tarnungsanzeige unten links im Auge, um zu wissen, wie lange Ihnen noch bleibt. Ah, okay. Ja, macht Sinn. Finde ich gut, dass es nicht zu lange ist, weil es ist ja dann auch langweilig. Sitzt eine ganze Zeit in der Ecke, campt und ist einfach unsichtbar. Sie können mit einem Nahkampfangriff aus nächster Nähe lautlos töten. Nähern Sie sich dem Ziel für den Nahkampf. C, das muss ich noch ändern. Bei einem Nahkampfangriff von hinten... Ja, ist halt schon mal gut aus. Ein frontaler Angriff ist zwar deutlich zeitsparender, jedoch auch wesentlich gefährlicher. Ach, ist er das? Ziehen Sie Ihre Waffe, um fortzufahren. Die Waffe ist leer. Legen Sie ein Magazin ein. Das ist die Smart Pistol. Eine Waffe mit Zielautomatik. Nähern Sie sich einem gültigen Ziel, bis die Smart Pistol es erfasst. Drücken Sie erst ab, wenn das Ziel erfasst ist. Neutralisieren Sie das Ziel mit der Smart Pistol. Ah, schaut euch das an. Cool. Ziel eliminiert. Das ist cool. Die Gefällt Smart mir. Pistol kann auch mehrere Ziele erfassen. Ah. Eliminieren Sie alle Ziele mit der Smart Pistol. Ziele das ist, ja. Manche Feinde, vor allem Piloten, müssen mehrfach erfasst werden, um sie zu töten. Töten Sie den Piloten mit der Smart Pistol. Ausgeschaltet. Oh, okay. Alte Angewohnheit, immer nachladen, Call of Duty Style, ne? Aber ich glaube, das spare ich mir jetzt einfach mal im Schießstand. Weil vielleicht kriegen wir da sowas wie eine Trophy. Zerstören Sie alle Ziele der Schießanlage. Aber ich treffe gerade nichts. Vier Schuss. Alle Ziele ohne Magazinwechsel eliminiert. Ihr geringer Munitionsverbrauch wird vermerkt. Ah, cool. Okay, mit einem Schuss noch. Werfen Sie eine Granate in jedes Fenster. Ah, mit F. Okay, also man muss wirklich nur minimal höher ziehen. Gut gemacht. Um zu treffen, gut. Naja, der hat Wurfkraft, würde ich sagen. Pilotenkampfszenario. Kampfszenario gestartet. Oh, nett. Alle Gegner im Zielgebiet vernichten. Die Minikarte erscheint in der linken oberen Ecke des AR-Displays. Die kleinen Punkte auf Ihrer Minikarte stehen für feindliche Truppen. Naja, gut, das ist relativ easy.
Minimaler erlittener Schaden bei Übung mit scharfer Munition. Gut gemacht. Nice. Kampfszenario initialisiert. Feindlicher Titanfall in Kürze. Durch kleine Waffen nehmen Titans keinen Schaden. Oh. Wechseln Sie zu Ihrer Titan-Abwehrwaffe. Zerstören Sie den Titan mit der Titan-Abwehrwaffe. Für diese Übung wurde die Todessimulation deaktiviert. Oh, okay. Wenn sich als Pilot Ihr Sichtfeld rot färbt, sind Sie dem Tod nahe. Erleiden Sie für kurze Zeit keinen Schaden, stabilisiert sich Ihre Gesundheit. Komm, gib mir die Waffe wieder. Sobald die Rotfärbung verschwindet, sind Sie vollständig wiederhergestellt. Oh. Komm, schieß. Gute Arbeit. Kämpfe gegen Titans sind sogar mit der richtigen Bewaffnung gefährlich. Reicht nix. Piloten erhalten durch Kampfeinsätze Ansehen für den nächsten Titan-Abwurf. Ist Ihr Titan fertig, können Sie ihn über dem Schlachtfeld abwerfen. Starten Sie einen Titanfall, um fortzufahren. Blicken Sie nach oben, um die Landung Ihres Titans zu sehen. Nähern Sie sich dem Titan nochmal zu. Sehr geil. Mega geil, mega geile Animation. Eine natürliche Erweiterung des Piloten. Mit der Primärwaffe Ihres Titans feuern Sie wie mit einer Pilotenwaffe. Eliminieren Sie die Feinde in den Landungskapseln. Machen wir die Pilotenklone. Kann man natürlich auch totlaufen, die Gegner, ne? Nett. Ah. Du bist tot. Wow. Wow. Ah, Titan kann man sich ducken, okay. Ausgezeichnet. Kampfszenario beendet. Geil, da hat also einfach mal eine Waffe in der Luft auf mich geschossen. Titan Jetschub. Ja, ich hab's gerade schon gesehen, ich hab's gerade schon gemacht. Mit der Leertaste in irgendeine Richtung. Titans können mit einem seitlichen Jetschub schnell die Richtung ändern. Jetschub nach links, bitte. Die Jetschub-Anzeige ist unter dem Fadenkreuz der Cockpit-Anzeige des Titans. Jedes blaue Feld steht für einen Jetschub. Jetschub nach rechts. Jetschub zurück, bitte. Gute Arbeit. Gehen Sie bitte zum Ausgang. Titans weichen häufig per Jetschub Gefahren aus. Folgen Sie dem Gang und weichen Sie den Raketen aus. Oh. Na? Irgendwas stimmt da nicht. Weichen Sie den Raketen per Jetschub aus. Ah. Wir warten mal noch. Okay, naja gut. Ja. Also eben Kampfszenario ist das Ding viel sinnvoller als zur Abwehr von Fernwaffen können Titans mit Vortex-Schilden bestückt werden. Diese absorbieren vorübergehend Geschosse und werfen sie zurück. Das war gut. Und ihr da?
Na gut. Einfach mal totgelaufen, auch gut. Titan-KI-Steuerung, ja, das finde ich auch sehr cool. Piloten verlassen in der Schlacht häufig ihre Titans. Steigen Sie jetzt aus Ihrem Titan aus. Öffnen Sie im Kontrollraum das Tor für Ihren Titan. Dann hacken wir das Ding mal. Oh, E halten. Das ist mal ein geiles Messer. Wer hätte sowas gerne nicht, ne? Können wir in den PC, in den Mutter oder Vater. Der Titan folgt ihnen entweder oder bewacht seine aktuelle Position. Der aktuelle KI-Modus ihres Titans wird unten rechts im Piloten-Hub angezeigt. Aktivieren Sie Folgen, damit der Titan Ihnen durch das Tor. Ein Titan im Folgenmodus versucht, in der Nähe Ihrer Position zu bleiben. Gehen Sie zu Ihrem Titan und steigen Sie wieder ein. Yay, jetzt hat er mich aufgefangen. Steuern Sie Ihren Titan zum Ausgang. Ich find's geil. Ich find's wirklich richtig geil. Es macht richtig Spaß. Auch schon dieses Szenario. Titans haben auch Sekundärwaffen für den Kampf. Sie kommen zum Einsatz, wenn keine Primärwaffen verfügbar sind und erhöhen so die Kampfkraft ihres Titans. Ihr Titan wurde mit der Raketensalve bestückt. Feuern Sie jetzt Ihre Raketensalve ab. Cool. Setzen Sie Sekundärwaffen ein, um Ihre Schlagkraft im Kampf zu maximieren. Bereit machen für den letzten Kampftest. Setzen Sie alles ein, was Sie gelernt haben. Feindliche Titanschilde vorübergehend deaktiviert. Jeder Titan hat einen Schild, der erlittenen Schaden abwehrt. Der Schildbalken ist über dem Gesundheitsbalken am oberen Rand des Hart. Erleiden Sie für kurze Zeit keinen Schaden, laden sich die Schilde wieder auf. Gute Piloten haben die Schilde ihres Titans immer im Auge und machen nach Bedarf Pausen zur Wiederaufladung. Ich würde sagen Kill. Welle überlebt. Bereit machen für nächste Welle. Okay, und was erwartet uns jetzt? Achtung, nächste Welle. Alarm! Feindliche Titans können jetzt modernere Waffen haben. So, wo ist er denn? Boom! Ah, da war ja noch einer. Gut. Also ein Titan im Nahkampf. Würde ich sagen, bin ich dem überlegen. Welle überlebt. Bereit machen für nächste Welle. Guckt euch mal die Geschosse an, hey. Achtung, nächste Welle. Feindliche Titanschilde online. Vorsicht. Der Gesundheitsbalken Ihres Titans befindet sich am oberen Rand des Hubs. Beachten Sie, dass sich Ihr Gesundheitsbalken nicht regeneriert. Ist der Gesundheitsbalken leer, hat Ihr Titan den Status totgeweiht. Okay, gleich haben wir. Und wir haben ihn. Welle überlebt. Bereit machen für nächste Welle. Die kriegen uns nicht klein. Achtung, nächste Welle. Feindliche Titan sind jetzt mit dem Vortex-Schild ausgerüstet. Gucken, jetzt geben wir wahrscheinlich 4 ab.
irreparabel beschädigt. Veteranen sprechen dann von Todgewalt. Hat Ihr Titan diesen Status, wird er sich unweigerlich selbst zerstören. Nutzen Sie nach dem Aussteigen die Vogelperspektive zur weiteren Planung. Sehr gut. Ihre Pilotenkampfzertifizierung ist beendet. Sehr geil. Also, Einführung schon mal top, würde ich sagen. War cool, hat Spaß gemacht. Bleiben Sie zur Sicherheit in der Trainingskapsel und finden Sie Ihr Gleichgewicht wieder. Also Leute, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und richtig los geht's in der nächsten Folge bei Titanfall. Oh, nee, das schauen wir uns nicht mehr an. Das schaut mal, da ist Pandora. Willkommen im Grenzland. Cool. Sehr cool. Also, der Screen wird schwarz. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Titanfall. Danke fürs Zuschauen, macht's gut. Ciao.